Herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed und. Weißer Bildschirm ist. So. Hör auf zu lecken, Spiel. Wir müssen die Federn sammeln, die wir in Part 3 am Ende schon gesehen hatten. Das war die erste. Wo müssen wir denn hin? Irgendwo darüber. Komme ich denn da hin? Am besten hier langlaufen. Jetzt lauf. Dankeschön. Ich bin wieder total vorbereitet. Wow. Da hinten ist die nächste Feder. 2 Minuten haben wir noch. Ich glaube, das sollten wir locker hinkriegen. Und die letzte ist irgendwo da hinten. So. Zeitlimit weg. Weg. Ah, gut. Wir können uns Zeit lassen beim Zurückbringen. Lalala, finde ich toll. Hui. Wo müssen wir denn hin? Ich blick wieder überhaupt nicht durch. Erstmal vom Haus runter. So. Ich renn mal da lang. Ist bestimmt richtig. Ich habe keine Ahnung. Ach, die Typen schon wieder. Nein, nein, ich bin das nicht. Ach. Ja, komm. Aua. Nervt mich doch nicht. Na, komm her. Ja, hau mich. Hau mich. Mach doch. Oh, der war schnell weg. Ausrauben. Wenn wir sie schon niederkloppen, können wir uns auch direkt mal ein bisschen Florin von denen holen. Auch wenn wir später, wie gesagt, genug Kohle haben werden. Aber das kann ja nicht schaden. So. Und jetzt gehen wir die Federn abgeben. Hier, wie versprochen. Grazie, Bruder. Du hast noch nicht gesagt, wofür du sie brauchst. Mach ich. Bei Zeiten. Komischer Bruder, den wir da haben. Die möchte auch noch was von uns. Was können wir denn für dich tun? Buongiorno, Ezio. Buongiorno a voi, madre. Come state? Sto bene. E tu? Erholst du dich vielleicht noch von gestern Nacht? Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Natürlich nicht. Egal. Ich muss etwas erledigen. Ich möchte, dass du mitkommst. Mit Vergnügen. Komm, es ist nicht weit von hier. Gut, dann helfen wir dir jetzt einfach mal. Maria folgen. Das wird also ich weiß spannend. Von deinem Kampf mit Vieri. Welcher Kampf? Ich nicht. Ach bitte, du musst mir doch nichts vormachen. Er hat uns beleidigt. Das konnte ich nicht länger dulden. Er hat sicher Schwierigkeiten, mit den Anschuldigungen gegen seinen Vater umzugehen. Francesco de Pazzi ist vieles. Und nichts davon gut. Aber selbst ich hielt ihn nicht für einen Mörder. Was wird mit ihm geschehen? Es wird ein Verfahren geben. Wird Vater dort aussagen? Das muss er. Er nur hat die Beweise. Dennoch, ich wünschte mir eine andere Lösung. Mach dir keine Sorgen. Alle wollen Gerechtigkeit. Es ist eine unglückliche Geschichte, aber sie geht vorbei. Okay. Ich glaube, es ist nicht gut, wenn unser Vater der Einzige ist, der Beweise hat. Das kann eigentlich nicht gut ausgehen, glaube ich. Oh Mann. Wo müssen wir denn hin, Maria? Sag mal. Wo willst du hin? Leonardos Werkstatt. Ah, okay. Da sind wir. Wir sind da. Wer noch? Hallo. Hallo, Leonardo. Madonna Maria. Das ist mein Sohn, Ezio. Molto onorato. L'onore è mio. Lasst mich erstmal die Gemälde holen. Ich bin sofort zurück. Er ist sehr talentiert. Immagino. Sich auszudrücken ist wichtig, um das Leben wirklich zu genießen. Du solltest ein Ventil finden. Ich habe viele Ventile. Ich meinte Ventile, nicht Vaginas. Mutter. Zu euch nach Hause also. Si, si. Ezio, hilf Leonardo, ja? Die ist ja hammerhart drauf, die Mutter. Oh Mann. So, Ezio, was machst du so?
Er arbeitete bisher für seinen Vater. Ah, also wirst du Bankier. Bisher. Und du? Kunst, nicht wahr? Ganz ehrlich, kann ich mich schwer entscheiden. Malen ist nett, aber oft denke ich, meiner Arbeit fehlt es an Zweck. Macht das Sinn? Ich würde lieber praktischer arbeiten. Viel direkter. Architektur vielleicht. Oder Anatomie. Es reicht mir nicht, die Welt abzubilden. Ich will sie verändern. Oh, Leonardo. Ich zweifle nicht, dass ihr große Dinge vollbringen werdet. Vielen grazie, Mann. Danke für die Hilfe, mein Sohn. Ich will dich nicht länger von anderen Pflichten abhalten. Eine Freude, dich kennenzulernen, Ezio. Ich hoffe, wir sehen uns bald. Ich auch. Ganz verrückter Kerl, dieser Leonardo. Aber gut, wir können direkt die nächste Quest starten. Sehr praktisch. Ezio, komm rein, mein Sohn. Diese Päckchen müssen an Geschäftspartner von mir in der Stadt geliefert werden. Außerdem müsstest du eine Nachricht aus einem Taubenschlag ganz in der Nähe für mich abholen. Va bene. Ich erledige das. Komm wieder her, wenn du fertig bist. Wir müssen da noch einiges besprechen. Und bitte, mein Sohn, mach keinen Ärger. Hm? Zwei Briefe holen und einen dritten am Taubenschlag, dann zurück. Alles klar. Als ob wir irgendwelchen Ärger machen würden. Vertraut uns einfach eiskalt nicht. Schlimmer Vater, den wir da haben. So, rennen wir doch jetzt einfach mal direkt zu den Punkten, die wir da auf der Karte sehen. Bla, da ist der erste. Wo ist denn der? Hier jetzt rechts. Na, wenn hier schon eine Leiter steht. Ich habe eine Lieferung von... Giovanni Auditore? Ja. Wurdet ihr verfolgt? Nein. Warum sollte ich verfolgt werden? Gebt mir das Päckchen. Sagt eurem Vater, sie ziehen heute los. Er sollte das auch tun. Wer zieht los? Was geht hier vor? Wartet, kommt zurück. Erklärt euch. Das hat mir jetzt echt viel gesagt. Nicht. So. Gehen wir mal direkt zum zweiten. Irgendwo da hinten. Einfach über die Dächer. Ich glaube, ich am gemütlichsten. Außer ich falle jetzt irgendwo runter, das wäre ungünstig. So. Da ist der Taubenschlag. Sehr schön. Uff. Alter. Nicht runterfallen. So. Und dann brauchen wir noch den letzten. Auch wenn ich jetzt halte, um alternative Sicht zu bekommen. Ja, wie denn? Ah, ich muss irgendeinen Knopf drücken. Nee, den nicht. Oh. Cool. Alternative Sicht. Keine Ahnung, was mir das jetzt gebracht hat. Aber ich hatte eine alternative Sicht. Die hat nicht jeder. So, jetzt 120 Meter nach... Alter, halt dich fest. Mal wieder abgeht hier. 100 Meter da hinten irgendwo. Na, laufen wir doch mal hin. Lalala. Reise so niedrig, dass ihr euren Augen nicht... Ja, nervt mich nicht. Alle, die Hilfe brauchen, sind hier willkommen. Überall diese Typen, die rumbrüllen. Ich muss da hoch irgendwo, ne? Wie komme ich denn am besten da hoch? Machen wir es doch einfach so. Zack. Ja, scheiße. Obwohl, so doof war das, glaube ich, gar nicht. Ja, komm ich da rüber? Ach, hab ich nicht direkt so gemacht. Oh, Mann, ich bin wieder so verplant. Das ist unglaublich. Da muss ich hin. Nein, runter. Ich will runter. Runter. So. Bist du Giovannis Sohn? No, Idiota. Er sieht nur zufällig genauso wie er aus. Dann gib her. Keine Sorge, Junge. Wir sind nicht ansteckend. Jedenfalls ich nicht. Hat er schön gesagt. Ach ja, jetzt müssen wir direkt wieder zurück. Feuer einfach. So.
Truhen haben wir auch schon im letzten Part irgendwann eine gefunden. Die kennen wir also auch schon. Links lang. Genau. Was will der da von mir? Will ich? Nö. Interessiert mich nicht, ich will da rein. Hä? Ah, danke. Kisten! Was ist denn da drin? Wenn die hier schon so rumstehen, will ich doch reingucken. 200 Florin. Sehr schön. Was haben wir hier? Auch nochmal. Cool. Werden reich durch Kisten plündern. Yay. Aber der interessiert mich jetzt nicht. Der interessiert mich. Nein, nicht umfallen. Einfach nur den Auftrag abgeben. Danke. Vater? Federico! Sarezio, Gott sei Dank. Was ist passiert? Wo sind denn alle? Sie brachten euren Vater und eure Brüder zum Palazzo della Signoria, ins Gefängnis. Und meine Mutter? Meine Schwester? Ezio. Claudia. Geht es dir gut? Ja, aber Mutter... Sie hat einen Schock. Sie... Als sie sich wehrte, sie... Hier ist es nicht sicher. Kannst du sie irgendwo verstecken? Ja, ja, bei meiner Schwester. Gut, tu das. In der Zwischenzeit gehe ich zu Vater. Gebt acht, Sarezio. Die Wachen suchten auch nach euch. Warum er eingesperrt wurde, das sollen wir rausfinden. Gut, machen wir das. Aber das machen wir einfach im nächsten Part. Bis dahin, haut rein und tschüss.